In diesem Video gucken wir an, wie eine Partialbruchzerlegung funktioniert, falls der Zählergrad nicht kleiner ist als der Nennergrad. Das hatten wir in den vorherigen Videos immer vorausgesetzt. Und das Ganze betrachten wir anhand eines Beispiels, und zwar an diesem Integral. Wir möchten das Integral von x plus 1 durch x minus 3 bestimmen. Und hier sehen wir, dass der Grad des Zählerpolynoms nicht kleiner als der Grad des Nennerpolynoms. Nochmal zur Erinnerung, Grad ist die höchste vorkommende Potenz in dem jeweiligen Polynom. Das ist in beiden Polynomen 1 und deswegen ist der Grad bei beiden Polynomen 1 und demnach gleich. Und falls so ein Fall auftritt, dann macht man einfach Polynomdivision. Also in diesem Fall wird zuerst Polynomdivision durchgeführt. So. Wenn wir das machen, sieht das so aus. Wir haben x plus 1 und teilen das durch x minus 3. Und wir gehen vor wie sonst auch. Wir teilen dieses x durch dieses x. Ergebnis ist 1. Dann multiplizieren wir zurück. 1 mal x ist x. Das heißt, wir schreiben hier ein x hin. Und wir multiplizieren 1 mal minus 3 ist minus 3. Also steht da x minus 3. Das Ganze ziehen wir ab von dem oberen. Und dann gilt x minus x ist 0, fällt also weg. Plus 1 minus minus 3 ist also ein plus 3. 1 plus 3 ist 4, deswegen steht an der Stelle eine 4. So, jetzt können wir nicht weiter teilen. Das heißt, wir haben hier eine 4 stehen. 4 ist nicht mehr durch x teilbar offensichtlich. Das heißt, die Polynomdivision endet hier. Das heißt, das Ergebnis ist 1 und wir haben deswegen eine Darstellung als 1 plus 4 durch x minus 3. Und wenn man jetzt sieht, jetzt ne, dieses Polynom hier, also diese ganz rationale Funktion, x plus 1 durch x minus 3, hat als Ergebnis 1 plus 4 durch x minus 3. Das heißt, wir können diesen Ausdruck hier durch diesen Ausdruck darstellen. Das ist das Gleiche. Als Ergebnis bei der Polynomdivision ist es immer so, dass das Restpolynom hier immer die Eigenschaft hat, dass der Grad des Zählerpolynoms echt kleiner ist als der Grad des Nennerpolynoms. Das ist jetzt hier der Fall. Zähler hat Grad 0 und Nenner hat Grad 1. Der ist also immer echt kleiner. Das heißt, sobald wir die Polynomdivision gemacht haben, haben wir immer als Rest, das was übrig bleibt, eine gebrochene rationale Funktion, bei der der Zählergrad echt kleiner ist als der Nennergrad. Und dann können wir das übliche Vorgehen für die Partialbruchzerlegung machen. Das ist hier an der Stelle nicht notwendig, weil wir schon die Form haben, die wir haben wollen, nämlich hier nur einen Linearfaktor im Nenner und das können wir direkt integrieren. Aber falls wir das nicht hätten, dann würde man hier für diesen Rest nochmal die Partialbruchzerlegung machen, mit den Mitteln, die wir vorher schon kennengelernt haben. Es gilt also, dass das Integral von x plus 1 durch x minus 3 dx das gleiche ist wie das Integral von 1 plus 4 durch x minus 3 dx. Das können wir da umschreiben, naja, das ist nichts anderes als das Integral über 1 dx plus dem Integral, 4 mal dem Integral von 1 durch x minus 3 dx. Und das sind die bekannten Integrale, die wir schon lösen können. Das ist nichts anderes als Integral von 1 ist x plus, jetzt hier die rechte Seite, 4 bleibt erhalten, 4 mal ln vom Betrag von x minus 3 plus c. Ja, und das ist die Lösung. Und wir nehmen aus diesem Video mit, für den Fall, dass der Grad des
Zählers, nicht echt kleines, also gerades Nenners, einfach zuerst im ersten Schritt Polynomdivision machen und danach ganz normal mit der Partialbruchzerlegung weiter, um das Integral zu bestimmen.